Und dann kommst du aber in einem Haus an. Ich hoffe, das funktioniert. Das muss ich noch testen, aber. Dann kommst du in einem Haus an und dann ist alles gut. Nice. Gefällt mir. Zack. Oh, scheiße, ich werde angegriffen. Echt? Ja, das ist wieder eine Terrorbiene hier. Kannst du die Seile zu Ende machen? Ja, klar. Mach ich mal. Abbrechen. So. Dann mach ich. Bin unterwegs. Tür schließen. Weil das diese Leiter hier unten die ganze Zeit weiß umrandet ist, dann macht mich fertig. Ich glaube, das ist, weil die markiert ist. Okay. Wenn du davor stehst, ist die markiert, weißt du? Also, was muss ich jetzt hier? Du gehst einfach auf das Seil und hast hoffentlich genug Seil und dann wird das fertig gebaut. So, ganz rüber. Ich komme! Boah, ich würde. Aber komm du mir jetzt bitte nicht entgegen, sonst knallen wir beide auf den Boden. Ja, das wäre lustig. Nein, ich will noch eine Stoppuhr starten. Ich meine, da müssen wir jetzt 10 Sekunden drauf rechnen, aber die Stoppuhr läuft jetzt. Ich bin gespannt, wie lange du brauchst, bis du hier bist. Rechne mal einfach gleich mal. Plus 10 sind wir mal ne, gutmütig. Ich bin jetzt beginnend Teich. Ui. Jetzt fahre ich gerade an den Blumen vorbei, mit dem Blumenkübel, wo die Spinne drin wohnt. Perfekt? Bis jetzt macht das einen sehr guten Eindruck. Wir fahren schön an dem einen von den drei Strahlern vorbei. Schön über die Pusteblume drüber. Hier unten sind Spinnen und warten darauf, dass ich runterfalle. Ich fände das jetzt witzig, keine Hose anzuhaben, wenn der kleine Lümmel da die ganze Zeit so... Weißt du, das fände ich witzig. Kann er mal schön trocknen. Ja, genau. Hier an dem Fliegen. Ich bin jetzt auch für der Lampe, Eichenlampe. Ja, okay, dann ist ja nicht mehr viel. Die Leiter ist übrigens komplett weiß. Okay, bei mir ist nur die unterste weiß. So, ich bin da. Okay, genau, also jetzt 58 Sekunden. Ja, bist du knapp über eine Minute unterwegs an dem Ding. Krass, ne? Also wenn du mal überlegst, wie lange wir sonst brauchen. Und vor allem keine Angriffe, ne? Wollen wir schlafen gehen oder so? Ja, gerne. Du musst natürlich kräftige Arme haben, ist klar, ne? Mhm. Also im Real Life würde ich das nicht machen, da würde ich ja runterfallen, ne? Hi. Hi. Zu wach, kannst nicht schlafen bis 1.18 Uhr. Hm. Kannst du denn schlafen? Nee, ich kann das, habe das gleiche Problem. Also müssen wir noch 7 Minütchen da hier, also ne, Ingame-Minuten. Kann mir mal. Hey, meine Läuselatschen sind kaputt. Die verarschen einen doch, oder? Ja, wir können. No joke. No joke. Gute Nacht. Freunde. Es wird Zeit für uns zu gehen. Ach, herrlich. Ausgeruht. Hier sind die Dinger drin, ne? Also hier kannst du zum Beispiel den Abzeichen für die Schleppkapazität, wenn du es noch nicht genommen hast, jetzt hier rausnehmen können und dann kannst du ja mehr schleppen, weißt du? Ja, ne, das lief ganz gut jetzt. Also ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. So. Dann friss ich mir mal einen fast verdorbenen Laus. Mach das. Dann hole ich mir ein bisschen Wasser. Zack. Pack, pack. Und einlagern. Pack, pack. Ja, guck mal, wie viel wir heute geschafft haben. Also allein diese Seilrutsche jetzt ist ja Gold wert. Die ist wirklich, nutze ich auch gerne mal, ne? Das macht echt Spaß. Also Seilrutsche fahren macht echt Spaß. Geiles Let's Play. Einfach dranhängen. Die ganze Zeit durchradeln. Und das Schöne ist halt, dass du jetzt kein Gefälle mehr brauchst, ne? Also das ist die geilste Entwicklung wirklich der 1.1. Ja, ja, ja. Bin ja auch schön gelöst. Also ich find's gut, dass es am Anfang, ne, halt so war, okay.
hat man wahrscheinlich viel Zeit mit verschwendet, dann ja, dafür entsprechend hochzukommen. Aber am Ende finde ich es jetzt cool gelöst. Da ist und vor allem süß gelöst, dass da so eine Laus dich durchs drauf auf dem Radrennen da hoch reißt. Finde ich sehr cool. Ja, ne? Läuse ausnutzen machst du sehr gerne, ne? So, wo sind wir denn gerade? Also minutentechnisch, damit ich weiß oder wir wissen, was wir jetzt noch machen könnten, ob wir nur noch eben Inventar leer machen. Also wir sind bei 2:17. Ein bisschen ja. Muss rausgeschnitten werden natürlich, ne? Ist klar. Naja, ja. Aber klingt doch an sich gar nicht mal so verkehrt, oder? Ja, dadurch, dass ich ja mittlerweile die Folgen nicht mehr nach Aufnahme schneide, sondern wenn Rest überbleibt, dann nutze ich den Rest für die nächste Folge, werde ich das schon irgendwie hinkriegen. Okay. So. Müssen wir noch irgendwas ich machen? Ich verstehe. Überleg, aber nö. Nö. Also. Wir müssen nichts machen. Ach, guck mal hier, guck mal. Guck mal. Ich bin bei dir. Der Weihnachtsbaum. Dir. Da können wir nämlich jetzt zum Beispiel ein Salzstück runternehmen. Salz? Und ein Minzstück. Da ist nämlich pro Tag kommt da nämlich so ein Element-Scheiß zu, weißt du? Das ist ja cool. Ja. So süß gemacht. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob der nur im Dezember da ist oder ob der dauerhaft bleibt. Wahrscheinlich bleibt der Baum dauerhaft da, aber das, was du da ernten kannst, weißt du, wie ich meine? Das ist halt, oder dass du das nur im Dings ernten kannst. Im Dezember. Das kann ich mir vorstellen. Man weiß es nicht so genau. Ne? Man weiß es nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich dir noch so eine Wolfsspinne, so eine ausgestopfte, ans Bett stellen soll. Das kannst du später gerne machen. Mhm. So. Was habe ich denn noch im Inventar? Oh, ist schon wieder voll. Keine Ahnung. Biene. Wo haben wir denn Leuchtkäfer? Ich meine, so ist das ja ganz nett, weißt du? So, 28 Seil habe ich wieder eingelagert. Ich hatte auch 25 Seil eingelagert. Hab wieder unten alles befüllt, damit wieder neue Seile produziert werden. Perfekt, wir müssten ja, haben wir genug, ja, ne? Oder? Ja, wenn mal, da ist, was Seil angeht, hier wird produziert ohne Ende. Also wir können auch nächste Folge gerne direkt nochmal so eine Seilrutsche woanders hinbauen. Damit wir ja bloß nicht mehr komische Wege machen müssen. Du? Dann kommen wir mal voran, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir mal vorankommen. Nee, das werden wir zu verhindern wissen. Ich gebe mir Mühe. Meine, was wolltest du noch sagen? Du kannst ja, ne, hier hochgehen. Ja. Und wir haben doch beim letzten Mal haben wir die Verbindung zum Börgel, Oberer Garten Börgel schon gemacht. Das ist ja eine der wichtigsten Verbindungen, ne? Ja. Ja, die existiert, ne? Oder? Das Late Game meinst du jetzt, ne? Nein. Wir haben doch eine Seilrutsche oben gebaut auf dem oberen Garten, runter zum Börgel. Ja, sag ich ja. Die haben ja, wir fertig haben gemacht, ne? Ja. Ja, du kannst nämlich auch mit verbinden. Richtung ändern, entschuldige, ich wollte was anderes. Das ist halt gut, dass man mitten im Flug die Richtung ändern kann. Du hör doch mal auf. Also, sonst wär's ja 2 Minuten erstmal weg. Einfach da dran. So. Weil von hier können wir jetzt auch direkt zum oberen Garten. Mega. Ich habe das mal gerade verbunden. Geht ein bisschen langsam. Weil die Laus halt, da müsste man vielleicht mal auf den Arsch klatschen, weißt du? Ja, aber solange es geht. Ja, über den Koi-Teich hier drüber. Mega. Schon sind wir da oben. Das ist ja irre. Das ist irre. Hör mal, weißt du, worauf ich Bock habe? Dass wir beim nächsten Mal auch ein bisschen nochmal unser Domizil hier ausbauen. Damit das ordentlich ist alles hier. Weißt du, dass man da schön cool hochkommt oder irgendwie sowas. Ja, weißt du, ich hätte vielleicht eine Idee. Wenn du eine Idee hast, teile mir die beim nächsten Mal. Ja, du wirst mich allerdings für bekloppt halten, bin ich sicher. Ist okay. Denn wir könnten ja ein vernünftiges Haus mit höherwertigen Sachen, so Stängel, Kleeboden und sowas, hier in den oberen Garten bauen. Mhm. Weil wir uns jetzt fast nur noch im oberen Garten aufhalten werden. Wir müssen zur Hütte rüber, wir müssen unter die Hütte, wir müssen zu der Kaffeemaschine, wir müssen in das Dingslabor, du musst noch auf die Schubkarre hoch, weißt du? Wir müssen das Schmeckator-Labor noch angreifen. Wir sind ja jetzt eigentlich nur noch im oberen
Bereich tätig. Ja, dann lass das machen. Dann machen wir beim nächsten Mal, machen wir da oben ein kleineres Domizil. Also es muss ja, ne, kompakt, aber gut sein. Weil das hier werden wir ja trotzdem behalten. Macht ja Sinn. Der wär, ne, nee, ja, das reißen wir ab. Fein säuberlich auseinanderreißen. Nee, einfach Bombe rein, weißt du? Oder Spinne einladen oder so. Natürlich behalten wir das. Das wird immer unser Domizil sein, weißt du? Wo man sich hier ausziehen kann und dann legt man sich hier schön auf die Lauer, weißt du? Gute Idee, muss ich nämlich auch machen. So. Meine Lieben. Oder wolltest du noch was sagen? Bubs, wollen wir uns ein Haustier anschaffen? Wenn's geht. Dann gucken wir uns noch mal Haustiere beim nächsten Mal an. Machen wir. Haustiere und Domizil. Aufgaben sind genotiert. Genotiert. Ja, ich hoffe, du erinnerst dich dran. Auf jeden Fall haben wir das jetzt. Gut, dann kannst du. Das haben wir jetzt. Okay, und stell mal einen Schleifstein her. Meine Lieben, Schleifstein, Domizil, Haustiere fürs nächste Mal. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, also mir heute auf jeden Fall. Ne? Fand ich sehr, sehr cool. Und beim nächsten Mal geht es genauso spaßig weiter. Hinterlasst Daumen und ein Abo beim Fussel. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.